Hallöchen zusammen und ganz herzlich willkommen zurück bei das Dandelysian Tale. Ja, beim letzten Mal haben wir hier unseren schönen Doppelsprung bekommen. Ist das cool oder was? Da können wir uns jetzt gleich hier einen Schlüssel schnappen. Und ich hatte ja jetzt vorgehabt, wie ich es ja bereits angekündigt hatte, auf die andere Seite zurückzugehen. Aber ich glaube, wir kommen jetzt immer weiter nach oben, ne? Das möchte ich eigentlich erstmal nicht, denn wir hatten doch... Kann er hier runter? Wir hatten doch noch an diese, da war doch noch eine Stelle. Wisst ihr noch, diese eine Stelle? Wow. Wo er nicht hochkam, wo er gesagt hat, das ist ihm zu hoch und man konnte auch nicht hochfliegen und so weiter und so fort. Da möchte ich jetzt mal gerne probieren, hoch zu hüpfen mit dem Doppelsprung. Das wird doch bestimmt funktionieren. Allerdings weiß ich nicht mehr, wo diese Stelle gewesen ist. Ja, so sieht es nämlich mal aus. Ich bin mal wieder total vergesslich, wie das halt immer so bei mir ist. Das war nicht... War das hier? Nee. Das war, glaube ich, noch ein bisschen weiter unten. Da müssen wir nochmal eine Ebene tiefer. Aber wie kommt man da hin? Oder sind wir von da oben gekommen? Ja, Fragen über Fragen, ihr Lieben, ne? Dann gehen wir doch nochmal da hoch. Na, zu blöd bin ich einfach nur. Zu blöde. So, dann gehen wir hier hoch. Und dann gehen wir doch hier lang, wo wir gerade eben schon waren. Nicht, dass wir das schon kennen würden. Und zack. Oh, Doppelsprung ist einfach die beste Fähigkeit, die man so in irgendwelchen solchen Action-RPG-Spielen, Jump'n'Run, was weiß ich, haben kann. Finde ich total toll. Ja, das ermöglicht einem Möglichkeiten. Das ist unglaublich. Das hört sich jetzt vielleicht total doof und total lächerlich an, aber ich feiere so einen Doppelsprung immer total ab. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch nicht gewesen sind. Ich bin verwirrt. Aber das ist ja nichts Neues. So, wie kommen wir denn jetzt da oben hin? Aha, gut. Ich wusste nicht, ob das reicht, aber offensichtlich schon. Dann sammeln wir hier noch ein paar Schlüsselchen ein. Und guck mal, wie grazil uns das hier einfach von der Hand geht mit diesem Doppelsprung. Ist schon ein Träumchen, ne? Nee, also hier waren wir definitiv noch nicht, würde ich sagen. Das ist hier absolutes Neuland, oder? Oder. Ich bin mir total unsicher gerade. Ah, das war klar, dass das weggeht. Okay, jetzt setze ich auch immer grundsätzlich den Doppelsprung ein, egal ob man ihn eigentlich braucht oder nicht. So, weil das dann einfach so für mich auf Nummer sicher, also ne, das ist halt einfach eine sichere Nummer, wenn man den dann einfach einsetzt, so, oder anwendet, oder wie auch immer. So, ganz viele tolle neue Sachen, wow. Den können wir herstellen, den können wir herstellen. Und das machen wir jetzt auch. Zack. Und dann... wartet mal. Dann wechseln wir den hier aus. So. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Hier, ihr habt mir gesagt, dass man das hier alles ablegen kann. Genau, dass ich das nicht mehr irgendwie im Inventar rumfliegen habe. Das probiere ich jetzt mal. Nö. Das bezieht sich dann nur auf die Sachen, die man angezogen hat anscheinend. Das hat nichts damit zu tun, dass man hier die Dinger irgendwie wegwerfen kann. Ich kann sie mir ansehen. Ich kann sie bearbeiten und das war es dann leider auch schon. Ja, sehr, sehr, sehr schade. Na egal. Kann man halt nicht ändern. Ich werde dann demnächst, wenn wir das Kapitelchen hier fertig haben, dann nochmal gucken, ob wir irgendwo einen Händler finden und dann schaue ich mal, ob es da jetzt mittlerweile dieses Dingsbums gibt, was wir da brauchen. Wow. Einfach mal knallhart irgendwo runtergefallen. Was ist denn hier? Ist hier der Anfang? Sind wir hier noch richtig? Aber ist das... ich bin irgendwie sehr verwirrt. Aber ich glaube, das merkt ihr wahrscheinlich auch schon und vermutlich sitzt ihr schon wieder mit dem Kopf auf dem Tisch und der Kopf tut euch weh und ihr denkt euch auch, Schei, was machst du denn? Ach nee, hier waren wir noch nicht, hier gibt es eine Kiste. Kann ja so verkehrt dann nicht sein hier der Weg, sonst würde die Kiste ja offen sein, wenn wir schon da gewesen wären. Oh, ein neuer Bauplan. Ah, ja, schick. War ja klar. War ja klar. Na egal, was soll's. Weiter geht's. Hallo, Platz mal. Mach mal Platz.
Ja, und da haben wir einen Schlüssel und da will ich auch gleich runterspringen. Können wir uns dann wieder hochhangeln? Nö. Ach, hallo, platzt mal. Hallo? Ihr sollt platzen. Ach, die könnte man ja nur angreifen. Ja, genau, wenn die nämlich den Mund offen haben. Ne? Das war doch, glaube ich, irgendwie so gewesen. Hallo, Wölflies. Jetzt bin ich ja natürlich nach unten gesprungen, weil ich wieder so gierig war und unbedingt den Schlüssel haben wollte. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war oder ob wir lieber weiter oben hätten lang gehen sollen, tun müssen können, wollen, hätten machen sollen. Aber, ja, Pech. Jetzt bin ich halt hier unten und muss damit leben. Im Übrigen ist es so, dass Verteidigung nicht alleine fürs Blocken da ist. Also wir taten doch gut daran, dass wir ein paar Pünktchen in Verteidigung gesetzt haben. Das erhöht nämlich die gesamte Verteidigung. Diese Information, die ich da gegeben hatte mit dem Blocken, die war leider falsch, aber auch nicht weiter tragisch. Auch nicht weiter tragisch, wie ich finde, aber das ist jetzt auf jeden Fall geklärt. Also ruhig ein paar Pünktchen in Verteidigung reinsetzen ist, hilft, würde ich sagen. Also es ist nicht nur fürs Blocken, sondern es ist allgemein ganz gut für den Verteidigungswert. So, Hallöchen und danke auch da nochmal für die Richtigstellung. Und ja, haben wir das geklärt. So, der andere Wolf ist hoffentlich hinüber. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er kaputt ist und wir hier weitermachen können. Ach, hallo. Ah, schade. Ich dachte, der nimmt den Wolf mit. Aber das wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, wie kommen wir denn jetzt darüber, wo ich hin möchte? Jetzt sind wir wieder hier unten. Können wir denn jetzt einfach über den ganz normalen Weg wieder dahin? Oder sind wir jetzt für immer und ewig hier unten, verdammt? Hallo. Hallo. Ui. Okay, ich dachte gerade schon, wollen die nicht platzen? Können die nicht platzen? Hallo, Früchtchen? War denn da was? Naja. Kann man die eigentlich mitnehmen in die nächste Ebene? Ja, ich glaube, das habe ich schon... Was ist denn da passiert? Ach, die Frucht ist explodiert, oder? Hallöchen, ich glaube, der Wolf möchte mich ein wenig verschaukeln. So, oh, Levelaufstieg. Und das setzen wir in Gesundheit. Jawohl. Wo sind wir hier, um Gottes Willen? Müssen wir da hoch? Nee, wenn wir jetzt hier... Ah, sind wir jetzt hier wieder richtig? Sind wir jetzt hier wieder oben, wo wir gerade eben runtergefallen sind? Oder beziehungsweise, was ist runtergefallen? Wir haben es ja mit Absicht gemacht. Weil wir an den Schlüssel rankommen wollten. Ja, ja, ja. Das sieht doch ganz gut aus. Gut, dann müssen wir tatsächlich hier hin. Ich bin mal wieder restlos barbiert, wie ihr ja mitbekommt, nicht wahr? So. Ah, das ist schön. Wir machen richtig guten Schaden hier mittlerweile. Ne? Das sollte man nicht außer Acht lassen. Kann es sein, dass es hier irgendwo war, wo der gesagt hat, er kommt nicht weiter? War das an der Stelle? Ja, oder? Ja, doch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier gewesen ist. Oh, hallo Kiste und der Hase. Guck mal, wie niedlich. Ach, süß, da putzt er sich. Oh, wie niedlich. Oder kratzt sich. Keine Ahnung, was er da getan hat. Aber er ist auf jeden Fall ein kleiner Putzi-Schmutzi-Buh. So, geh kaputt. So, und da war doch noch einer, oder? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ha, wusste ich doch, du Sauhund. So, ja, vor drei Folgen noch erzählt, oh, ich will keine Wölfe töten. Und jetzt auf einmal bin ich die wieder am Beleidigen. So ist das mit mir. Hey, du verdammtes Viech. Ich dachte, du bist da irgendwo runtergefallen, runtergeworfen worden durch meine unfassbaren Fähigkeiten. So, dann laufen wir mal hier lang. Eieiei, so Dinger, die sich dann irgendwie unter mir verdünnisieren, ne? Das mag ich ja überhaupt nicht. Da werde ich immer ganz doll nervös und habe überhaupt gar keine Zeit dafür, mich da irgendwie großartig drauf zu konzentrieren. Ach, wie cool. Wie schön, jetzt haben wir hier gleich zwei Kisten. Mal gucken, ob sich das jetzt hier lohnen wird. Yay! So, Meisterring des Bundes. Der ist jetzt wahrscheinlich noch viel besser. Nee, der ist viel schlechter. Okay. Wie hieß der? Meisterring des Bundes, ja. Ja, ach. Ja, nee. So, dann machen wir jetzt hier mal die nächste Kiste auf. Tick, tick, tick. So, und haben da jede Menge Diamanten und was nicht alles. Keinen weiteren Bauplan, aber das ist schon okay. Ne? Man muss ja auch mal mit dem zufrieden sein, was man schon hat. So, jetzt sind wir da, wo das Fähnchen ist. Sorry, Dust. I don't think you're double jumping over that. Stupid avalanches ruin everything. Go ahead, name me one good thing an avalanche has ever done.
Well, now that you mention it, this might be a crazy idea, but maybe we can clear some of the snow off of that mountainside. You mean make another avalanche? That's the idea, yes. You're crazy. I love it. Really? Do I need to be the voice of caution here? Need I explain how creating an avalanche puts us all in danger? It's really the only way, Aura. Yeah, Aura, it really is. Is it? It is. Very well. Let's do this thing! Okay, Mission aktualisiert. Also Fidget ist ja wirklich ein sehr, sehr kurioses Wesen. Auf der einen Seite kriegt sie mal total schnell Angst vor allem Möglichen, aber eine Lawine auslösen ist eine total tolle Idee. Naja gut, der Pfad nach Norden wird von einer stabilen Wand aus Schnee versperrt. Finde einen Weg hindurch. Okay, ich denke mal, wir müssen einfach nur hier so ein bisschen Schaden machen. Ein bisschen mehr Schaden, jawohl. Well, that did something. It sure did. You know what I'm thinking? I'm thinking we find another one. Huh? That obviously wasn't enough. We need to break more pillars. Fidget, I think the bitter cold is creating lapses in your judgment. That is ridiculous. I'm perfectly... perfectly... Oh, wie süß sie sich anhört, wenn sie niest. Ist das ein Träumchen? Haben wir da oben noch irgendwas? Können wir da irgendwie irgendwas machen? Nee. Dann gehen wir in die nächste Ebene. Ah, und finden sogleich einen Speicherpunkt. Wie schön. Den möchte ich natürlich auch gleich nutzen. Dust, be careful. Watch overhead. The snow is not the only thing you are shaking loose. Oh, sehen wir da was? Nee. Ah, da doch, okay. Ah, da ist auch noch ein bisschen was. Wir können uns auch einfach vielleicht schnell durchhuschen. Nee, doch nicht. Ich dachte. Ah, das ist auch nicht so, dass das irgendwie so nacheinander geht, sondern mal vorne was, mal hinten was. Das ist aber schön gemacht, muss ich sagen. Da muss man nicht nur auf vorne gucken, sondern auch noch so ein bisschen, ein bisschen das im Hinterkopf behalten, wo man gerade lang gegangen ist. So, dann da hoch. Wow. Ja. Ich bin sehr vorsichtig, was das hier alles gerade angeht. Ah, seht ihr da? Wow. Und dann kommen auch noch Wölfchen, die vielleicht auch noch aufgespießt werden, netterweise. Das wäre schön. Wenn sie sich selber verletzen würden. Nee, ich gehe jetzt nicht dahin wegen dem einen Diamanten. Ah, und hier haben wir noch so einen komischen Affen. Ich habe echt keine Ahnung, was die darstellen sollen. Okay, ich glaube, hier können wir rüberlaufen. Ich war mir gerade nicht sicher, ob der wirklich tot ist oder nicht. Aber eigentlich, sobald man ja... du sollst euch doch hinknien. Also so in die Hocke gehen. Das solltest du machen, weil ich nämlich versuchen wollte, hier durchzurutschen. Ha, genau, es hat sogar funktioniert. Ein Hoch darauf, dass die Dinger wiederkommen. Damit habe ich jetzt nämlich nicht gerechnet. Ich dachte schon, oh nein, Panik. Wie kommen wir da jetzt hinüber? Aber es ist ja dann im Endeffekt doch ganz simpel gewesen. So, und jetzt haben wir hier wieder so ein kleines Lager an... Gegnern. So, unterbrich meine Kette nicht. Und ich habe gesagt, unterbrich meine Kette nicht, da werde ich fuchsvoll wild. Verdammter Wolf. Du auch. Und du komischer Affe da hinten auch. So. Haha. So. Ich dachte, ich könnte mir jetzt meine Dinger da irgendwie rauswirbeln. Den Tipp habt ihr mir ja auch mal gegeben. Wenn Sachen unerreichbar erscheinen, einfach mal wirbeln. So. Hier müssen wir uns durchprügeln. Ja. Ah. Gab es da nicht mal am Anfang? Haben die nicht mal was erzählt von XXY? Oh ja. That's two. Not enough. Oh, Gesundheit. Not enough. We'll need to find more if we're going to clear away that snow. We really should get you someplace warm, Fidget. I think you're coming down with something. Man ist die irre manchmal. Oh Mann, ich habe die Befürchtung, dass aus der irgendwann mal was ganz Furchtbares irgendwie entstehen könnte. So, jetzt müssen wir hier anscheinend mit so einer Plattform rumfahren. Das ist ja cool.
Juhu, und ein weiterer Speicherpunkt, den ich gerade noch nicht aktivieren kann. Gibt's hier wieder Gegner? Ja, hallo, was bist denn du für ein Riesenkollege, ja? Sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Minotaure, ne? Ah, nein! Und jetzt werden wir hier elendig verrecken. Die werden wir doch nicht, ich dachte schon. Und alles nur, weil ich nicht sofort gespeichert habe. Aber der Kollege ist kaputt gegangen, glaube ich, oder? Da drinne. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Oder? Haben wir jetzt gerade einen Schlüssel gekriegt von dem? 7 Stück haben wir. Das ist unglaublich. Wir haben irgendwie total viel Zeug. Naja, was soll's. So, speichern bitte. Jawohl, dankeschön. Und dann möchte ich auch hier eine kleine Aufnahmepause machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.